Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22, Big Farm Projekt hier auf der wunderschönen Neubartelshagen. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und vor kurzem haben wir ja unser 2,5 Stunden Stream ja gemacht hier auf dieser Map und haben jede Menge gewerkelt, gearbeitet und jede Menge getan. Und da komme ich dann auch gleich darauf zurück, was wir denn alles so da gemacht haben. Aber ein Ergebnis könnt ihr hier sehen, nämlich unser Silo haben wir hier voll gemacht mit Häckselgut und zwar über 350.000 Liter und die müssen wir jetzt noch verdichten. Das ist das zum Beispiel, was wir heute machen wollen in dieser Folge, nämlich so ein bisschen die Restarbeiten vom Stream und deswegen habe ich auch hier schon vorbereitet den Fendt, den großen mit Doppelbereifung, mit dem werden wir dann gleich hier das Silo hier verdichten, werden uns noch ein Schiebeschild holen und natürlich noch ein bisschen hier hinten, ja, irgendwas zum Verteilen. Auf jeden Fall Gerätschaften. Jo, das steht heute an. Und danach werden wir mit dem Kollegen unser gehäckseltes bzw. abgeerntetes Maisfeld, das jetzt hier zum Teil allerdings nur im Silo liegt, dann natürlich noch bearbeiten bzw. pflügen. Denn das muss ja gemacht werden anschließend. So, wir schauen mal. Bingo, und zwar hier. Denn wie gesagt, nur ein Teil ist dort, den Rest, den haben wir hier mit einem Göweil. Stationären Ballenwickler haben wir hier nämlich die entsprechenden Rundballen, die Häckselgut-Rundballen gemacht, bis auf 2 Stück. Ja, da war dann der Autolot ein bisschen zu schnell. Also irgendwo sind hier 2 Ballen, die eigentlich, ups, kommen wir da hoch? Nee, können wir gar nicht gucken, aber ist egal. Irgendwo sind hier 2 Ballen jedenfalls drin, die leider nicht gären werden. Aber gut, sei es drum, schauen wir mal, was wir damit machen. Der Rest wird hier zu Silage auf jeden Fall jetzt verarbeitet in unserem schönen kleinen Ballenlager, was ich hier dann noch ein bisschen modifiziert habe, ein bisschen abgetrennt habe mit dieser Wand, mit dieser Mauer, sodass das gut aussieht. Jetzt habe ich aber noch einige Antworten, bin ich jetzt noch schuldig, denn ihr seht es da hinten. So, da steht nämlich unser John Deere CP690 und der steht jetzt nicht ganz ohne Grund hier, denn wir hatten ja das Problem, dass unser Auftrag, denn wir haben dieses Feld hier als Auftrag abgeerntet mit Baumwolle, ja, dass wir da nicht ganz fertig werden. 98% sind wir jetzt und in diesem guten Stück ist jetzt noch jede Menge Baumwolle, die wir nicht ausgeladen bekommen. Und ich wusste nicht, warum. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen in den diversen Foren und das hat wohl verschiedene Gründe. Jedenfalls, wie ich schon auch angemerkt habe im Stream, natürlich der Case, der bietet Quaderball. Und die kann man auf jeden Fall abladen. Der Unterschied ist natürlich hier zu dem John Deere, dass der eine Vorkammer hat und der hat dann eine Presskammer und der kann dann praktisch ohne anzuhalten dann eben die Ballen abladen, so wie eben ein Rundballenwickler das auch teilweise kann. Und das ist eben der Vorteil von diesem Gerät. Der Nachteil, den wir jetzt haben, ist, dass man eben nur die Ballen entladen kann, die in der Presskammer sind. Aber man muss natürlich das Gerät auch irgendwie wieder zusammenklappen können und wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Es heißt wohl, das Problem scheint zu sein, wenn man das mit dem Helfer macht. Also so sieht es dann wohl aus, wenn der Helfer hier die Ernte übernimmt, dann verschwindet die Möglichkeit im Prinzip jedenfalls zu entladen, wobei man muss auf jeden Fall, man sieht es ja rechts unten, in der Presskammer sind jetzt gerade mal 50%, es muss wohl 50 plus 1 sein und wir müssen eben aus der Sammelkammer, die jetzt noch 62% hat, müssten wir das Material irgendwie rüberbekommen, das geht nicht wohl anscheinend, weil eben wir mit dem Helfer gearbeitet haben. Also so steht es in den Foren, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber ich habe mir jetzt einfach Folgendes überlegt, damit wir den Auftrag, ja, ich sage mal, nicht ungenutzt jetzt verschenken. Denn ich habe Folgendes gesehen. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Ich denke, es wird noch weitere Aufträge hoffentlich geben für Baumwolle, weil hier haben wir nämlich Feld Nummer 11 und da unten Feld Nummer 5, da ist nämlich auch Baumwolle drauf. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass in Kürze irgendwann hier unten ein Auftrag erscheint zur Ernte. Und dann versuchen wir einfach, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das klappen wird mit einem gemieteten Fahrzeug auf einem fremden Feld. Ich glaube, das funktioniert eben nicht. Aber gut, das ist meine einzige Hoffnung und hier seht ihr ja den Auftrag.
Auftrag, Erntefeld Nummer 12 und bringt die Erzeugnisse zu Johnson's Farmers Market, 98%, und wir kriegen einfach den Rest hier nicht raus. Also, das jedenfalls die Antwort. Ich lasse den jetzt erstmal hier stehen. Wir warten ab, wenn die Aufträge kommen, ob wir dann hier noch eine Chance haben. Ansonsten mieten wir uns einfach dann nochmal eben die Gerätschaften und werden dann den Ballen, ich hoffe, dass das dann funktioniert, dann irgendwie abladen, dass wir den anderen Auftrag auch noch erledigt bekommen. Also lassen wir uns einfach mal überraschen, wie wir das Ganze dann gewuppt bekommen. Okay, also hier steht noch vom Auftrag der entsprechende Ladewagen. Hier haben wir den Case, damit habe ich euch gezeigt, was wir dann hier mit unserem Ballenlager alles angestellt haben. Und jetzt wird es Zeit erstmal, mit dem Kollegen noch ein Schiebeschild zu besorgen und ein bisschen Gerätschaften. Und dann werden wir ja erstmal anfangen, hier das Material zu verdichten, damit wir es abdecken können. Wie gesagt, 350.000 Liter. Also ich war dann selbst dann auch ein bisschen überrascht, was eben dann das Maisfeld alles hergegeben hat, was wir gehäckselt haben. Mit einem John Deere übrigens. Und dazu werde ich euch gleich auch nochmal was erzählen. Aber erstmal schauen wir ein Schiebeschild. Ich habe da jetzt keine Mods drin. Wir nehmen einfach mal das Standardschild. Ich glaube, das sollte auch reichen mit 3 Metern. Wir haben im Zweifel ja noch unseren Teleskoplader. Der kann dann auch noch ein bisschen helfen mit der Schaufel. So, und ich würde sagen, dass wir das Ganze kaufen. Zumindest erstmal. In Grün passt es auch sehr, sehr gut. So, und dann würden wir hier dieses Teilchen kaufen. Auch 3 Meter. Ich möchte es eigentlich nicht viel breiter haben als das der Kollege Fendt ist. Dann nehmen wir mal dieses oder 4,90 Meter. Ne, wir lassen es mal damit. Und das werden wir dann auch erstmal kaufen. So. Ich habe bewusst das Gewicht schon mal weggelassen. Ja, ja, mit der Doppelbereifung ist er natürlich auch nicht ganz so wendig, aber das muss er jetzt auch nicht sein. So, ich glaube aber, wir hätten jetzt doch das Breitere nehmen können. Naja, gut, sei es drum. Es soll uns ja ein bisschen helfen, auf jeden Fall in dem Bereich, wo ja die Reifen nicht verdichten können, also zwischen. So, den Rädern. Und der soll uns einfach ein bisschen helfen, das Material dann nach vorne zu schieben und flach zu kriegen. Also, Freunde, dann wollen wir mal loslegen und gucken, ob ich das überhaupt noch kann hier verdichten. Der Kollege hat ja hoffentlich genügend PS, ist jetzt auch breit genug. Und ihr seht es, das Material guckt oben schon raus. Also da habe ich mich ein bisschen verschätzt, würde ich sagen. Ja, gucken wir mal. Ob der das jetzt hier alles schiebt, schiebt, schiebt. So, hinten lassen wir runter. Ah, wir müssen die Hilfe einschalten. Die Hilfe müssen wir schon einschalten, damit wir ungefähr wissen. Okay, 7%. Oje, oje, oje. So, okay, er verdichtet etwas. Ah ja, da müssen wir natürlich aufpassen, dass er schon ganz schön breit ist. Und dass er hier nicht gleich mit den Rädern hängen bleibt. 9%. Ihr seht, 350.000 haben wir hier reingekriegt. So. Oh ja, da muss schon ganz schön kämpfen. Ja, das hätten wir auch zwischendrin machen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Aber der Fendt war halt beschäftigt mit dem Pflügen. Das natürlich jetzt so im Nachhinein hin und her zu schieben, ist natürlich nicht ganz so gut. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. So, in der Zwischenzeit wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, dass wir ja, wie gesagt, hier mit dem John Deere unterwegs waren. Der hatte dann auch ein Schneidwerk vorne. Mit 57 haben wir uns ausgeliehen, eben für diese Aktion. Und da habe ich dann überlegt, das Problem ist natürlich, dass wir ja immer den Abfahrer nebenher fahren müssen, wie man denn das geschickt dahin kriegt. Und dann ist mir natürlich Folgendes eingefallen. Es gibt ja die Option und es ist die CP, nein, das ist der John Deere, die Pöttinger Impress 200C. VC Pro. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Ich zeige euch das Teil. Bei Ballenpressen. So, jetzt muss ich hier auch ein bisschen umschalten. So, da haben wir sie. Die Pöttinger Impress
VC Pro. Die hat eben vorne eben einen Bunker und da kann man natürlich dann auch während der Fahrt Ballen pressen. Und zwar eben, und ich war da ein bisschen irritiert, natürlich Strohheugras und Rübenschnitzel und Häckselgut natürlich. Also das wäre eine Option gewesen, dass wir diese Presse hinter den Häcksler packen und der Häcksler kann dann mit dem Helfer fahren und kann natürlich dann praktisch selbstständig das Feld abfahren und Ballen eben produzieren, die wir dann anschließend dann einsammeln. Weil wie gesagt, wir haben ja hier auf der Konsole nicht so die umfangreichen Möglichkeiten. Und wenn wir hier mit Helfern arbeiten wollen, müssen wir da schon ein kleines bisschen tricksen. Der zweite Trick wäre natürlich mit unserem super, super, super duper unserem Anhänger, den wir hier haben. Zack, nämlich den gemotteten Trailer TARDIS XL hier, der natürlich hier, wir schauen mal, ne, man sieht es nicht, aber doch da unten 200 Kubikmeter passen da rein, also 200.000 Liter gut. Und natürlich könnten wir uns auch den hinten dran hängen und dann könnten wir natürlich auch der Häcksler deutlich länger fahren. Wir müssten es aber dann auch mal ausprobieren, ob das natürlich auch funktioniert, wenn er dann wendet. Da bin ich natürlich ein bisschen am Zweifeln, ob das dann so einwandfrei funktioniert. So, also er müht sich hier ein bisschen ab. Ja, jetzt schauen wir mal. So, 19%. Oh ja, da werden wir noch einige Male hin und her fahren müssen. Ich glaube, das große Problem ist natürlich die Verdichtung hier am Rande, beziehungsweise da oben. So, 20. Immer mal ein bisschen hier im Zickzack fahren. Wir müssten hier auch ein bisschen mehr zum Bunkerrand verdichten. Na, hier. So, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht aus dem Bunker noch rausfahren. So, er macht es flach. Auf jeden Fall nur noch so hoch wie der Bunker. Außer jetzt auf der linken Seite, da sind wir noch ein bisschen zu hoch. Ich fahre den mal da hinten hoch, ob man dann... Naja, da kommen wir natürlich etwas zügiger hoch und runter. So. Ja, vielleicht sollten wir da auch umgekehrt fahren. Ich weiß es jetzt nicht, aber so rum können wir natürlich das Material auch ein bisschen hochschieben. Zack, na. So, vorne mal runterlassen. Okay, können wir jetzt schieben? Ja, wir können wieder hochschieben. Okay. Das klappt soweit. So, da werden wir ja einiges zu tun haben. In der Zwischenzeit, wie gesagt, können wir uns mal überlegen, was wir eigentlich mit den Feldern machen. Denn wir haben jetzt eigentlich alle Felder abgeerntet. Wir haben auch schon einige wieder angesät, aber was machen wir natürlich mit dem ganz, ganz großen Feld, auf dem wir ja Sonnenblumen und Mais hatten. Den Mais haben wir ja als Futtermais abgeerntet. Und das Feld haben wir auch soweit schon mal vorbereitet, schon mal gepflügt. Jetzt fahren wir das Material hier nochmal ein bisschen hoch. Okay, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen runterlassen. So. Ach, da gibt's da zwei Stufen. Hallo? Jetzt, okay, jetzt schiebt er. So, hier links das Material würde ich gerne noch ein bisschen runterkriegen. 29. Oh ja, da werden wir noch ein bisschen brauchen, bis wir das alles zusammengekriegt haben. So, kriegen wir denn das jetzt wieder hier reingeschoben? Stopp. Ah, so, ja, jetzt ist klar. So, wo sind wir jetzt mittlerweile? Oh, 31%. Okay, da würde ich doch sagen, dann werde ich das Ganze jetzt hier mal ein bisschen verdichten. Und zwar im
Zeitraffer. Und wenn wir bei 100% sind und das Ganze hier abdecken können, dann sprechen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Da sind wir also wieder mit dem Verdichten. Hier 100% haben wir ja fast erreicht. Ich schiebe das hier alles noch ein bisschen zusammen und dann können wir es, denke ich, abdichten. So. Ja, da bin ich jetzt doch ganz schön häufig hoch und runter gefahren. Das war jetzt doch ein ganz schöner Act. So, jetzt schauen wir mal. 99%. Haben wir das Material alles drin? Müsste man doch jetzt dann noch verdichtet kriegen. 100%. Aber das hier schieben wir jetzt auch noch schnell rein. Oder komm, komm. Noch ein bisschen runterlassen. Okay, jetzt aber. Gut. So, das Ganze wieder hoch. Das Schild. Und jetzt schauen wir, dass wir hier 100% zusammenkriegen. Die letzten Meter, da sind sie. 349.000. Ein bisschen Schwund ist immer an der Geschichte. So, dann schauen wir mal. Und können wir abdecken? Silo abdecken, L3. Und ich bin gespannt. Schwein gehabt. Daher hatte ich dann doch ein bisschen Bedenken hier mit dem Teil da hinten. Nicht, dass wir da alles hinten rausschieben. So, sehr gut. Also, dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Material für den Winter, das wir dann in unsere kleine Hof-BGA kippen können, sodass wir das Ding hier endlich mal richtig am Laufen haben. So, wo stellen wir dann das Ding hin, die Gerätschaften hier? Ich würde sagen, einfach mal hier an die Hauswand, an die Halle. Und dann werden wir uns mit dem Kollegen erstmal den Pflug schnappen und dann nochmal über unser Maisfeld. Da müssen wir auf jeden Fall drüber. Und anschließend wird es dann gedüngt. So, das können wir abwerfen. Na? Ach, jetzt haben wir da ein kleines Problem. Das ist mir nämlich vorhin auch aufgefallen. Wir kommen ja hier mit den Breitreifen kaum in die Werkstatt. Das ist ein bisschen jetzt blöde hier an dieser Halle. Muss ich jetzt einfach so mal erwähnen. So, zack. Denn ihr werdet jetzt gleich sehen. Ich habe zwar die Zwillingsbereifung drauf bekommen, aber ich habe jetzt so die Befürchtung, dass wir sie hier nicht mehr runterbekommen. Okay, also ich kann hier zwar reinfahren. Ja, gerade so, weil das Problem ist wirklich, man muss hier über den Trigger drüber, das ist ein wenig blöd hier an der Halle und ja, er findet das Teil nicht,
Er findet den Tracker nicht. Jetzt fahren wir mal rüber in die andere Werkstatt. Mal schauen, ob es da klappt. Denn mit den hinteren Rädern, mit der hinteren Achse, da kommen wir schier nicht rein in die Halle. Das gleiche Problem haben wir ja auch mit unserem Maispflücker für unseren John Deere, weil der ist auch viel zu breit, um in die Halle zu kommen, in die Werkstatt. Müssen wir eventuell noch eine zusätzliche Werkstatt irgendwo hier im Freien installieren? So, können wir hier umbauen? Da müssten wir doch reinkommen. Ja, da kommen wir rein. Die Halle ist breit genug. Okay. So, wir bauen das Ganze wieder zurück, konfigurieren. Wir werden ihn aber auch gleich mal hier... Vario Grip? Okay. Ach ja, okay. Radgewichte möchten wir auf jeden Fall. Breitreifen, Vario Grip, Breitreifen mit Gewichten. Das nehmen wir. Zack. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, dann auch gleich mal reparieren. Auch 2650, es hilft nichts. Wir werden den Kollegen auf jeden Fall noch ein bisschen hier beschäftigen. Und da geht das Geld dahin. Ja, ich glaube, wir haben einen Kredit von, Augenblick, 150, oder? Ja, 150 haben wir aufgenommen, damit wir halt natürlich die ganzen Geräte mieten können. Das heißt, wir müssen auch langsam wieder Geld verdienen. So, dann holen wir mal unser Gewicht. Das Frontgewicht. Ja, wie gesagt, im Livestream haben wir richtig was weggearbeitet. 2,5 Stunden waren wir unterwegs. Haben geerntet, haben gepflückt, haben gepflügt, gehäckselt. Also jede Menge Sachen haben wir gemacht. Schaut einfach mal rein, der Livestream mit Baumwolle, Häckseln und Pflügen. So, wie gesagt, wir haben eingeschaltet Pflügen hier auf diesem Projekt und das bedeutet, dass man immer auch nach der Maisernte pflügen muss. So, man sieht es hier. Dieses Feld hatten wir ja zur Hälfte mit Sonnenblumen. Hier haben wir einen Stoppelsturz gemacht und dann anschließend mit Gülleresten und Gülle gedüngt, schon mal vorgedüngt. Und hier war der Mais drauf und da haben wir natürlich gepflügt, weil es erforderlich ist. Und das müssen wir jetzt natürlich auch mit dem anderen Feld machen. Ach, okay. Ich sehe es gerade. Ich bin aber auch ein Schussel. Das Frontgewicht vergessen. Da holen wir uns das Frontgewicht. Übrigens, den Pflug, den haben wir auch günstig erworben. Beim Gebrauchtwarenhändler oder bei Gebrauchtmaschinenhändler war dieser Pflug, der hatte, glaube ich, 6 Meter Breite. Ne, da ist das Gewicht. 6 Meter Breite und damit kommen wir auf jeden Fall hier in diesem Big Farm Projekt dann auch ein bisschen vorwärts, wenn wir pflügen müssen. So, da war dann auch tatsächlich ein Auftrag. Da war tatsächlich auch ein Auftrag mit Pflügen Feld Nummer 2. Feld Nummer 2 kennt ihr. Augenblick. So, das ist dieses hier. Da wird man natürlich überhaupt nicht froh, da. Das geht den ganzen Tag, wenn man hier pflügt. Okay, da habe ich dann auch gedacht, okay, dann auch das Gerät ausleihen. Wäre nämlich genau hier der gleiche Pflug gewesen. Dann hätten wir mit 2 Geräten darüber fahren können. Hätte 65.000, 64.000 um den Dreh rum hätte es gegeben. Aber naja, das ist dann wirklich eine abendfüllende Angelegenheit, wenn 2 Pflüge auch von der Größe hier dann darüber müssen. Selbst das Feld hier, was wir jetzt dann gleich bearbeiten werden, ist jetzt nicht das kleinste und da werden wir dann auch ein bisschen rüberfahren müssen. Ist ein bisschen auch das Problem. Wir klappen mal aus, dass wir auf jeden Fall hier mal ein Vorgewende fahren müssen. So, das war unser gehäckseltes Feld. Aus dem haben wir, wie gesagt, die Hälfte in das Silo gekippt. Die andere Hälfte haben wir mit einem Göweil stationären Ballenwickler, haben wir das im Livestream eben dann bearbeitet und gewickelt. Und die Ballen liegen eben jetzt schön im Ballenlager. So, das heißt, da können diese jetzt vor sich hingären und dann haben wir die nächsten Monate auf jeden Fall genügend Material. So, mal hier runterlassen. Genügend Material für unsere BGA. So, der Fendt hat 40-50 PS mehr, aber er quält sich trotzdem.
Aber wir schicken hier mal den Helfer los. Soll der sich erstmal darum kümmern? Sehr schön, sehr schön. So, ein Vorteil hat natürlich hier das Pflügen. Danach wächst kein Unkraut mehr, könnte man fast sagen. Wo gepflügt wird, wächst kein Unkraut. Das ist nämlich der Vorteil natürlich gegenüber dem Grubbern, ein Anführungszeichen. Das wird dann auch später sich bemerkbar machen, wenn wir das andere Feld hier ansehen. Apropos ansehen, jetzt lasst uns mal kurz überlegen. Also wir müssen auf jeden Fall mal Soja machen, auch für die Schweinchen. Soja haben wir überhaupt noch nicht gemacht, deswegen ein Feld freigelassen. Ups, hier wollte ich hin. Nee, hier wollte ich hin. So, jetzt muss ich nämlich gerade mal schauen. Das Feld hier haben wir schon angesät mit Weizen. Damit wir natürlich wieder Stroh bekommen. Dieses Feld ist frei. Dieses Feld, da möchte ich dann Kartoffeln draufpacken. Eben auch für unsere Schweine als Schweinefutter. Das Feld haben wir soweit vorbereitet. Ist free, da ist noch nichts drauf. Grasfeld, das bearbeiten wir gerade. Da haben wir Raps drauf. Und deswegen, da möchte ich auf jeden Fall hier auf dieses Feld Soja machen. Dann haben wir also diese zwei Felder frei und dieses Feld auch. Ich würde fast sagen, dass wir hier auch Soja drauf machen, aber wir müssen auf jeden Fall auch Mais machen. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, lasst mich mal kurz reinschauen, Mais und Sonnenblumen können wir selber Saatzeitpunkt im April. Nee, Sonnenblumen geht sogar ein bisschen früher, aber wir können meistens Sonnenblumen zur selben Zeit machen. Dann würde ich doch einfach vorschlagen, wir machen das gerade umgekehrt. Da, wo vorher der Mais war, machen wir die Sonnenblumen dann drauf nächstes Jahr. Und hier machen wir dann Mais drauf. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Mais. Und hier machen wir eben noch zusätzlich Soja. So, jetzt schauen wir mal, wo der Kollege Fente ist und was er macht. Okay, die Frage wird sein, reicht das? Stopp mal. Ja, jetzt muss ich warten, bis der Pflug gedreht ist, weil dann könnte ich das hier gleich mal. Augenblick drehen, Pflug drehen. Ach so. Okay. Weil dann müssen wir das Stück hier auf jeden Fall noch pflügen. Okay, jetzt stoßen wir, glaube ich, vorne an. So, jetzt müssten wir theoretisch wieder wenden, oder? Ich überlege gerade, das ist jetzt ganz blöde hier natürlich, weil da die Achse ist. Okay. Ich lasse mal hier runter und dann schauen wir mal, ob das sich sozusagen in die richtige Bahn zieht. Naja, da fehlt noch was. Okay, so sollte das jetzt eigentlich passen. Dann lassen wir hier den Helfer arbeiten. Gut, sehr schön, sehr schön. Ja, und dann hätten wir auch wieder für die heutige Folge einiges geschafft, würde ich doch sagen. Hier mit dem Blick auf unseren Fendt, auf unseren super, super schönen großen Fendt hier und dem großen Pflug darf ich mich heute für heute erstmal recht herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben für die nächsten Folgen mit Sicherheit jede Menge zu tun. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall das Feld soweit mal vorbereiten und in die Aussaat, denke ich, werden wir dieses Jahr überhaupt nicht mehr gehen, sondern alles dann im März, April nächsten Jahres machen. Aber wir haben mit Sicherheit zwischendurch noch einiges zu tun, was unsere Tierchen angeht natürlich und wir werden einige Aufträge annehmen. Ich hoffe, dass das
jedenfalls kommt mit den Baumwollaufträgen, damit wir da mal schauen, ob wir den Auftrag mit unserem John Deere hier mit dem CP690 dann auch tatsächlich noch erledigt kriegen. Das wäre natürlich supi. Okay, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns dann zur nächsten Folge hier wieder bei mir auf dem Kanal beim LS22 Big Farm Projekt mit Neubartelzagen. Ich sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.